So, Sigilein, bist du bereit? Okay, bist du schon aufgeregt? Wahrscheinlich nicht, ne? Brauchst du auch nicht sein, weil wir haben dich ja gut angeschnallt, stimmt's? Ja, sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Wollen wir loslegen? Ja, pass auf, es geht jetzt sofort los. Alle werden stolz auf dich sein. Es geht los. Schmeiß die Turbinen an. Junge, Junge, Sigilein, alle sind Butter auf dem Kutter. Komm mal her, wir wollen dich noch mal sehen. So, hier wird angelegt, ne? Hallo, hallo, ihr Süßen. So, da sind wir wieder. Wie ihr seht, Siggi ist der stolze Kapitän von seinem eigenen neuen Kutter. Und es ist ein Mordsschiff, was da gestern mit der Post hier angeschippert kam und in der Haustür vor Angor ging. Und damit das Sigilein uns nicht absäuft, ne, habe ich ihn festgetaped, ne, wie sich das gehört. Und ihr wisst ja, ne, das Tape. Jeder sollte ein grünes Tape in der Handtasche haben. Ne? Und schon war es wieder nützlich. Gell, Sigilein? Ja, also das ist meine Hausnummer. Ne? Das ist ein Mordsschiff. Und Grüße gehen raus an die liebe Inge nach Ostfriesland, die nämlich tatsächlich ihren Siggi auf dem Schiff kennengelernt hat, denn er ist Kapitän. Und dann ist die liebe Inge von Hessen nach Ostfriesland geschifft. Also das ist eine wahre Geschichte. Und genau von dort kam der Kutter. Jetzt hier angereist, gell? Ja, das sind die Geschichten, die das Leben schreibt, ne? Und so haben wir ja alle unsere Geschichte, ne? Jeder Mensch schreibt seine Geschichten und natürlich auch in der Liebe. Und auf der liegt ja heute unser Adlerauge. Unser Blick ruht auf der Liebe. Und zwar schauen wir heute in Erat Aliquando, deine Geschichte bist du. Und schauen mal, was da so los ist, ne? Im Bootcamp. Im Gemüsebeet, wie mir das auch immer so schön sagen. Ich hoffe, bei euch ist alles im Lack. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich hier bei uns am Stammtisch der virtuellen Dorfkneipe. Und jetzt ist so ein bisschen Quality Time angesagt. Ich hoffe, ihr habt auch ein feines Getränk am Start. Ne? Ich grüße auch über den Teich, ne? Siggi, ne? Da bist du ja bestens ausgestattet. Lass mal rüber zur Conny schippern. Ne? Ich grüße über den Teich unser Connylein, die ist nämlich in den USA und besucht da den Janni. Und grüße natürlich auch den Janni, den wer ihn kennt, liebt ihn. Ne? Das ist einfach so. Es ist halt der Sohn der Sohn der Mutter in dem Fall. Und ja, wünscht den beiden wirklich eine wunderschöne Sohn-Mutter-Mutter-Sohn-Zeit und kann euch berichten, sobald die Conny zurück ist, gehen die Tassen raus. Ne? Sobald die Conny zurück ist, gehen die Tassen raus. Und noch eine ganz kleine Info am Rande. Im Moment findet kein Versand statt, da die Conny, wie gesagt, über dem Teich ist. Ne? Wisst ihr Bescheid. So, ich hoffe, ihr habt es fein gemütlich. Ach, und wir wollen also vorher in die Karten starten. So, als allererstes brauchen wir hier ein bisschen mehr Space, denn wir nehmen auch die Legeschablone mit dazu. So. Da brauchen wir ganz schön viel Platz. Wir brauchen immer viel Platz für unsere ganze Aura. Ne? So ist das halt hier. Ach, ich begrüße natürlich auch alle, die neu sind. Bedanke mich bei allen neuen Abonnenten, die mir ein Abo dagelassen haben. Seid wirklich herzlich willkommen. Hier kann sich jeder zu Hause fühlen. Bei uns geht es locker, lustig, schön. Ne? Weil das Leben selbst ist schon ernst genug. Ne? So, es ist schon ernst genug. So, guckt mal, so passt doch alles hin. Ne? Und jetzt brauchen wir aber erstmal ein bisschen Space, um die Karten zu mischen. Und das System ist folgendes: In Erat Aliquando, das Deck ist im Übrigen von mir. Wem es gefällt, der findet den Link zum Shop in der Infobox. Da ist auch das Tassenparadies und da könnt ihr auch gerne stöbern. Da gibt es viele schöne Dinge rund um die Community. Ja, und in diesem Kartendeck sind vier Personenkarten drin: zweimal männlich, zweimal weiblich. Einmal haben die Hauptpersonen geschlossene Augen und einmal sind die Augen geöffnet. Das heißt, sie sind einmal
Offensiv, ne, das steht für das Bewusstsein, für die bewusste Wahrnehmung der Situation, ne, auf die wir jetzt legen. Und die Personen mit den geschlossenen Augen, die sind im Gefühl, die fühlen ganz viel. Und die Karten stehen auch so für das Innenleben, also so für die Seele. Ne? Und wir schauen jetzt einfach mal, welche Personenkarten legen sich denn in den Prozess freiwillig rein. Ich mische jetzt ordentlich die Karten durch. Ich lege auch nicht fest oder ich zwinge nicht die Personenkarten in den Prozess, sondern wir wollen sehen, ob aktiv gerade im Prozess was geschieht. Es werden Karten übrig bleiben, denn Erat Aliquando hat mehr als 36 Häuserkarten. Und das ist dann so der Backstage-Bereich. Da schauen wir dann auch noch rein. Der ist oftmals sehr interessant, weil das ist die Energie, die noch nicht auf der Bühne ist und zeigt im Endeffekt so das an, was kommt. Ne? So, lasst euch mal berieseln. Und jeder denkt jetzt an sein Thema in der Liebe. Es gibt sicherlich ein Thema in der Liebe, was dich beschäftigt, sonst wärst du jetzt nicht hier am Stammtisch. Ne? So, Paragraph 1, jeder fühlt seins. Es ist eine Kollektivenergie, die natürlich auf die Vollmöhre zutreffen kann. Das fühlst du dann aber auch. Oder du sagst, diesmal bin ich nicht dabei. Wichtig ist, dass ihr ganz ehrlich in die Reflexion geht. Natürlich können die Karten wundervolle Energien aufzeigen, aber du spürst schon in dir drin, ob es wirklich dich betrifft. Und manchmal zeigen dir die Karten auch Energien an, wo du sagst, da bin ich durch. Auch das ist eine Botschaft. Ja, es geht ums Beobachten. Und wir beobachten hier die Energien und schauen, ja, sozusagen den kollektiven Wetterbericht. Ne? Weil das Wetter beeinflusst uns alle, es macht mit uns allen was und jeder reagiert auch unterschiedlich auf das Wetter. So ist es mit einer Kartenlegung eben auch. Ne? So, jetzt darf es hier um dich gehen. Denk an deine Situation und du als Zuschauer liegst als Dame drin und dein Gegenüber, das ist der Herr. Das Geschlecht spielt aber keine Rolle. Zuschauer ist die Dame, egal ob männlich oder weiblich. Gegenüber ist er Herr, egal ob männlich oder weiblich. Erstes Zeichen, hier geht es um ein Umwerben oder um zauberhafte Momente, an die sich vielleicht auch erinnert wird. Ne, weil das Glühwürmchen verglüht. Also diese Karte kann durchaus auch Vergangenes Schönes anzeigen. Wer mit Erat Aliquando legt, kann sich gleich eine Randnotiz machen. Weil dieses Deck ist unglaublich redselig und das hat so viel zu erzählen, da kommt auch immer noch ein Schüppchen drauf. Ne? So, ich habe das Gefühl, das ist unser Blatt. Und jetzt guckt euch das an. Hier ist tatsächlich eine umgedreht. Ich habe genau da abgehoben. Die ist mit der Rückseite nach oben und das ist der Rahmen. Und ich habe genau an dieser Stelle das Deck abgehoben, wo diese einzige Karte andersrum im Deck lag. Die liegt ganz oben drauf. Ich will mal gucken, ob hier noch mehr Verdächtige. Nee, das ist die einzige. Und das heißt, zusammen mit dem Glühwürmchen geht es hier auch um eine neue Möglichkeit, weil der Rahmen steckt die Möglichkeiten ab. Vielleicht geht es ja hier um so einen Checker. Ne? Hier checkt jemand die Möglichkeiten ab. Hier möchte vielleicht jemand ins Umwerben gehen. Das Ganze soll aber perfekt sein. Es soll safe sein. Und es soll halt auch sehr persönlich sein. Weil der Rahmen als solches kann auch einen Raum symbolisieren, der ein Zimmer sein könnte, ein Zimmer, wo man die Tür zumacht, man ist unter vier Augen. Es kann hier wirklich so ein unter vier Augen-Ding sein. Und auf dem Rahmen liegt aber auch immer Verantwortung. Das heißt, derjenige, der hier die Lage checkt, der weiß auch, dass dieses Treffen Konsequenzen haben könnte. Ne? Es geht hier also auch um Verantwortung. Verantwortung, neue Möglichkeiten, das Bedürfnis, zu zweit allein zu sein, das kommt mir hier deutlich rein. Und das ist ja die alleroberste Karte, die lag da ja jetzt am abgehobenen Stapel, die liegt jetzt sofort in deinem Haus. Denn jetzt geht es hier los. Ne? Wir legen jetzt die Karten aus und im Haus Nummer 1, wo der Rahmen jetzt liegt, wohnt ja die Dame. Ne? Was natürlich auch bezeichnen kann, dass du ein sehr verantwortungsvoller Mensch bist. Aber ich bin gespannt, wie es in der oberen Reihe weitergeht.
2, der Sankt-Nimmerleins-Tag. Also hier geht es um etwas, vor deiner Tür steht der Sankt-Nimmerleins-Tag. Also auf irgendeiner Ebene hast du hier gesagt, das wird nicht mehr. Ne? 3, die Ordnung, sehr spannend. 4, der Dachs, der steht für Heilung. Oh, hier kommt einer aus seinem Haus raus, weil das Gerät als solches, der Unzuverlässige, ne, der hier auch in den Sankt-Nimmerleins-Tag spiegelt, der liegt direkt vor seiner Haustür, ne? Und in seinem Haus, oh, liegen die Gefährten. So, die erste Reihe, die sagt alles. Passt auf, da gehen wir auch gleich rein, bevor wir weiter auslegen. Der Rahmen in deinem Haus spiegelt in die Gefährten, die liegen in seinem Haus. Das heißt, in deinem Haus regieren die Möglichkeiten, kann man so sagen. Eine Möglichkeit liegt in deinem Feld, eine neue Möglichkeit. In seinem Feld liegt die Seelenpartnerschaft, die Gefährdenschaft, Treue, Loyalität. Ne, also das heißt, du wirst von der Energie des Rahmens gerade beeinflusst, eher von der Energie der Gefährten. Die Gefährten machen was mit ihm und schicken ihn im Endeffekt vor die Haustür. Weil er ist zur Tür rausgegangen. Er liegt direkt vor seinem eigenen Haus. Vielmehr, er steht. Vielleicht sitzt er auch. Vielleicht sitzt er auch auf der Bank und überlegt, wie kann ich die Burg Semmelbrösel jetzt erobern. Ne? Weil ganz am Anfang fiel ja das Glühwürmchen raus und der Rahmen zeigt sich verdächtig. Ne? Da haben wir abgehoben und der Rahmen liegt in deinem Haus. Okay, es geht hier also auch um neue Möglichkeiten in dieser Verbindung, um die Treue, Loyalität, die Verbundenheit, auch wenn man noch so unterschiedlich ist. Und es sieht so aus, als ob er hier, der Unzuverlässige, da kommen wir gleich dazu, denn er spiegelt in den Sankt-Nimmerleins-Tag, dass er hier plötzlich vor deiner Tür steht und du hättest überhaupt nicht mehr mit ihm gerechnet. Der Sankt-Nimmerleins-Tag zeigt auch an, dass hier jemand länger unter Umständen von der Bildfläche verschwunden war. Das ist eine Energie, wo du sagst, da kann man mal einen fetten Haken drunter machen, da kommt nichts mehr. Aber diese Seele, dieser Mensch sucht hier neue Möglichkeiten und zwar bewusst. Das ist nämlich der aktive Herr, der mit den offenen Augen. Ja? Und der Sankt-Nimmerleins-Tag ist eine ganz, ganz starke Karte, weil bei dem geht es um die Schieberitis. Also dieser Mensch spielt wahrscheinlich schon länger mit dem Gedanken, dich aufzusuchen, hat schon länger das Bedürfnis, mit dir unter vier Augen zu sein, in einem Raum oder dir Raum zu schenken. Ne? Das ist auch eine Möglichkeit. Und er hat es immer wieder vor sich hergeschoben. Und zwar so lange, dass du nicht mehr dran geglaubt hast. Der Sankt-Nimmerleins-Tag wird von uns selbst erschaffen. In diesem Fall von ihm. Er hat hier den kleinen Nimmerlein erschaffen. Die Schieberitis, er hat immer die Sache vor sich hergeschoben und damit erzeugt er eine Kränkung. Und zwar ist nicht der Sankt-Nimmerleins-Tag gekränkt. Der ist nur unterm Strich das Ergebnis. Den hat man damit geschaffen, dass man etwas, was man vorhat, immer wieder vor sich herschiebt. Und damit kränkt man das, was man vor sich herschiebt. In dem Fall hat er die Dame gekränkt, weil es geht um eine Begegnung mit dir. Er will dich eigentlich wiedersehen, aber er hat es immer geschoben. Und am Anfang, dieses Gefühl kommt ja bei dir an. Du spürst ja irgendwo, dass er schiebt. Dass er schiebt, schiebt, schiebt. Und am Anfang hast du dann vielleicht noch gedacht, naja, der braucht halt Zeit. Und dann hast du ihm Zeit gegeben und dann hast du vielleicht Wochen später gedacht, der braucht halt ein bisschen länger, wenn es mal wieder länger dauert. Ne? Und hast dir eine große Stiege Snickers gekauft, was weiß ich. Nach 3 Monaten konntest du keinen Snickers mehr sehen und hast dir gedacht, am Arsch die Räuber, ja. Und nach, keine Ahnung, nach dem 2. Quartal hast du die Hoffnung aufgegeben und die Dame ist in der Kränkung, weil du dir denkst, nimm mich Huckepack, ne? Nimm mich Huckepack, es ist mir langsam egal, ja. Es ist mir, du fängst an und wirst mir einfach nicht mehr wichtig und ich höre auf zu warten, weil das mit dir und mir, das gibt nichts, ne? Ungefähr so. So, und hier kommt aber einer in den Quark, wie die Sache so aussieht. Also er ist schon einen Schritt weiter und sitzt auf der Bank vor seiner Hütte. Ne? Und dann schaut er direkt auf einen Heilungsprozess, der in die Ordnung spiegelt. Der Dachs steht als Heiler, ne? Der Dachs als Krafttier. Das ist der Gevatter-Dachs, so wird er auch genannt. Der weiß um die Heilweisen, der weiß, wie er sich nähren
sollte, der weiß, also der hat unglaublich viele Heilkenntnisse. Das kann auch ein Arzt oder ein Heilpraktiker sein. Also es kann ja auch wirklich sein, dass er aktiv ein Thema von sich angegangen hat. Mir kommt auch gerade rein, vielleicht war er auch wirklich in therapeutischer Betreuung. Auf jeden Fall, er strebt hier nach Ordnung. Und hier kommt auch etwas in Ordnung. Mit der Ordnung und dem DAX kommen auch hier die Energien, die vielleicht zwischen euch schief hingen, in Ordnung. Hier liegt aber auch seine Erkenntnis ganz klar drauf. Ne? Also er erkennt hier auch vielleicht, dass er was wieder gut zu machen hat. Ne? Oder er hat sich hier wirklich um sich selbst gekümmert mit dem DAX. Ne? Hat vielleicht sich auch Hilfe gesucht, wenn wir den DAX als Person sehen. Ihr wisst, in Erat Alexandro gibt es auch viele Krafttiere. Und in persönlichen Legungen kann man die, bevor man die Karten auslegt, mit einer Person belegen. Ne? Das kann ich jetzt in dem Fall nicht, weil ich lege fürs Kollektiv. Aber angenommen, ich hätte dich persönlich hier sitzen und da könnte man vorher, bevor man die Karten auslegt, ganz einfach sagen, wie hobbelt hier der Hase? Und wenn du dann zum Beispiel sagst, ja, und er war in der Therapie und bla bla bla, dann könnte ich sagen, okay, dann legen wir mal den DAX als Heiler rein und gucken mal, wie es um seine Energien steht, ne? Was er da ablösen konnte oder ob der DAX ihm weiterhelfen konnte oder ob da Verbindung zum DAX ist oder tralala und obsasa. Ne? Das wissen wir jetzt natürlich nicht, das ist jetzt ins Blaue gedeutet, aber rein theoretisch hat dieser Mensch sich auch irgendwo Hilfe geholt, um ganz einfach die Energien in sich oder seine Kräfte wieder in Ordnung zu bringen. Das ist schon möglich. Ne? Und das hat halt seine Zeit gedauert, so lange, dass du aufgehört hast, daran zu glauben, dass dieser Mensch dir jemals noch mal irgendwas zu sagen hat. Jedoch, diese Karten zeigen uns hier eine ganz andere Richtung an. Ne? Eine neue Möglichkeit liegt in deinem Haus und die betrifft Spiegelung in die Gefährten, ihn, die Seelengefährten in seinem Haus, auch das Bewusstsein in dieser Verbundenheit, ne, die zwischen euch herrscht. Kann man schon so sagen, ne? Treibt ihn wirklich voran. Also er ist hier auf dem Weg rüber auf deine Straßenseite. Ne? Ich deute das wirklich immer so wie so ein Zebrastreifen. Ne? Auf der einen Straßenseite in Haus Nummer 1, da wohnt die Frau Semmelbrösel, das bist du. Auf der anderen Straßenseite in der Haus Nummer 6, da wohnt der Ziggilein. Ne? Der hier, ne, den wir gut angeschnallt haben, damit er uns nicht über die Reling geht. Ne? So, Sigi, dir kann heute mal nichts passieren. Heute bist du sicher. So, und das, was dazwischen liegt, die vier Karten, die sind wie ein Zebrastreifen. Und dann sieht man genau die aktuelle Aktion in der fraglichen Verbindung. Ne? Also das ist eine wunderschöne Aufstellung. Und deswegen lege ich auch so gern mit unserem Freund Erhard, ne? Wie wir Erhard Alexandro freundlicherweise nennen. So, da sehen wir schon mal, da tut sich was. So, erste Reihe wäre schon vernascht. Dann geht's mal weiter. Oh, du bist auch da. Auf der 7 liegt die Dame im Haus der Maus. Ne? Also, du bist pfiffig. Du besuchst die Maus und schaust, oh, du schaust direkt auf Lord, auf das ganz große Licht. Nichts hält das Licht auf. Es geht weiter. Oh, mit noch mehr Joker, weil die 7 Meilenstiefel laufen direkt in dein Licht rein. Dann kommt die uralte Eibe, hier ist ein abgeschlossener Transformationsprozess, die Schmiede und das Haus aus Stein. Ne? Nehmen wir uns doch gleich mal die zweite Reihe vor. So, passt auf. Mit Zäumen heute mal das Pferdchen ganz anders drauf. Ne? Du liegst im Haus der Maus. Das heißt, du checkst hier ganz klar deine Möglichkeiten ab. Fällt euch auf, das Wort abchecken, das ist heute irgendwie bei mir im Feld. Ne? Hier wird abgecheckt. Du bist hier voll der Checker und der Rahmen in deinem Haus liegt direkt über dir. Also du bist im Haus der Maus, checkst die Lage und denkst auch über Möglichkeiten nach. Ich habe auch das Gefühl, weil du schaust in seine Richtung und er liegt auch, weil er in der Reihe über dir liegt. Moment, so rum ist es richtig. Der liegt in deinen Gedanken. Du ahnst schon, dass hier eine Energie offensiv auf dem Weg zu dir ist. Du spürst den irgendwie in deinem Feld. Fühl mal rein, ob das so ist. So, und du checkst hier die Möglichkeiten ab und mit der Maus bist du natürlich auch pfiffig und gewitzt. Ne? Das bedeutet auch, du gehst spielerisch mit der Situation um und relativ locker. Ne? Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er hier Angst haben muss, bei dir auf der Bildfläche zu erscheinen. Ich habe eher das Gefühl, dass
du in der Energie bist von, naja, ich habe es ja gewusst, auch schon da, ne, ungefähr so. So, und dann schaust du hier direkt in Lord. Also Lord ist die stärkste Karte im Deck, nichts hält das Licht auf. Hier kommt eine ganz positive Energie mit großen Schritten auf dich zu. Mit den sieben Meilenstiefeln. Die sieben Meilenstiefel treten aus der uralten Eibe heraus, aus einer Transformation. Also hier ist ein abgeschlossener Transformationsprozess und hier kommt was sehr Positives auf dich zu. Und das könnte wirklich er sein, weil er kommt ja auf dich zu. Er sitzt auf der Bank vorm Haus, ne, vor seiner Hütte. Das Licht in Spiegelung auf die Schmiede arbeitet hier für dich. Und die Schmiede liegt im Haus der Taube. Das heißt, es kann auch sein, dass eine Kommunikation auf dich zukommt. Dass das Licht an dieser Kommunikation arbeitet. Also, dass hier Kräfte wirken, die eine Kommunikation anschieben, die dich dann erreicht. Zumal auch die sieben Meilenstiefel eine Kommunikationskarte sind. Denn hier ist eine Schriftrolle am Stiefel. Ja, also auch, also sieben Meilenstiefel ist eine Kommunikation, die sogar ruckzuck eine Nachricht, die ja, holdodipoldo auf dich zukommen kann. Das ist so ein Ruck, weil das ist ein Schritt, der gegangen wird. Ne? Und das Schöne ist, dass du, Spiegelung in das Haus, ganz einfach bei dir bleibst. Du bist stabil, du bist genährt, du stehst nicht neben dir, sondern du bist bei dir. Und das Haus hat sich auch in die Nachtigall gelegt. Das ist das Abendlied der wahren Liebe. Das heißt, du spiegelst hier ins Haus der wahren Liebe und da ist eine Basis da. Ne? Also das kann natürlich auch dein inneres Gefühl sein. Du spürst, dass da eine Energie unterwegs zu dir ist und du stellst fest, auch wenn hier ein Sankt-Nimmerlein geschaffen wurde, durch ihn, ja, durch seine Schieberitis. Es hat die Basis nicht zerstört. Also du spürst hier vielleicht, dass da doch noch eine Basis ist. Ne? Also der Abgetauchte taucht wieder auf und du stellst fest, der war ja doch nie weg. So kann es ungefähr auch sein. Ne? Das finde ich sehr bezeichnend. So, okay, dann geht's mal weiter. 13, die Nelke. 14, die Dorfkneipe. 15, der Besen. 16, die Fee. 17, Wolkenkuckucksheim. 18, das Eichhörnchen. 19, die uralte Mooreiche. 20, da haben wir wieder den Brief, die Taube. 21, der Hirsch in den sieben Meilenstiefeln. Das heißt, auch hier, die sieben Meilenstiefel bringen eine Wiederkehr mit sich, weil der Hirsch kehrt zurück. Ne? Die sieben Meilenstiefel laufen in großen Schritten in dein Feld, laufen auf dich zu, hinein in Lord. Und im Haus der sieben Meilenstiefel liegt der Hirsch. Es geht hier also um eine Wiederkehr. Präsenz wird gezeigt. Aha. Im Haus der Gefährten liegt das Vermissen. Die Gefährten liegen in seinem Haus, spiegeln in deiner Hütte. Also ihr vermisst euch hier gegenseitig, aber ich sag's mal so, er vermisst dich ein bisschen mehr. Ne? Das geht uns runter wie Öl. Also ich bin eine von euch. Ich spreche immer so, als ob ich ihr sei. Ne? Ich bin das Kollektiv selbst. Ich bin das Zuschauerkollektiv. Ein schönes Vibe, gell? In diesem Sinne. Ach, was immer schöne Weiber. Und wenn ich die Karten so sehe, denke ich mir, das ist geil. Im Hirsch liegt die Geduld. Ne? Also hier wird auf jeden Fall jemand wieder auftauchen. Und ich habe aber das Gefühl, da hier liegt zwar die Geduld auf dem Hirsch, aber der Hirsch hat sich in die sieben Meilenstiefel gelegt, dass hier lange wirklich so ein war. Und jetzt kommt der entsprechende Schritt nach langer Zeit. Also die Geduld zeigt auch nochmal an, das Nikos-Effekt, ne, wenn es mal wieder länger dauert. Oh! Und dann haben wir hier den Kobold, den alten Sack. Den will doch keiner haben, aber der Besen liegt im Kobold. Das heißt, der kriegt hier auf die Mütze. Der Kobold liegt im Baum der Welten. Was nicht unbedingt schlecht ist. Denn, jetzt kommt was Wichtiges, das möchte ich euch jetzt auch erklären. Der Kobold selbst ist halt auch jemand, der gehört ins System rein. Der hat sich in den Weltenbaum gelegt. Der Baum der Welten bezeichnet die Weltenesche Yggdrasil. Die wiederum bezeichnet den ganzen Kosmos, das ganze Universum, alles, was du dir nur vorstellen kannst. So. Und alle Kräfte im Universum, alles, was ist, auch das, was wir nicht so toll finden oder eher so mittel, ne, so semi-optimal,
es hat alles einen Grund, warum es da ist und vor allen Dingen, es hat alles einen Ort, wo es hingehört. So auch der Kobold. So, es kann uns hier zeigen, da der im Baum der Welten liegt, dass der ganz einfach an dem Ort ist, wo er hingehört. Ne? Weil auch die Energien, die wir nicht wollen, haben einen Grund, warum sie existieren und einen Ort, wo sie hingehören im Universum. Ne? Und solange die uns in Ruhe lassen, brauchen die uns auch gar nicht interessieren. Ne? Und es kann zum einen zeigen, dass die dunklen Energien an dem Ort sind, wo sie hingehören. Es kann aber auch zeigen, oder sowohl als auch, Spiegelungen in die uralte Mooreiche, dass es eben auch solche Kräfte waren, die einen wieder auftauchen, einen aus der Versenkung auftauchen, auch immer wieder vereideln. Ne? Also es kann auch sein, dass hier Kräfte wirken, die ihn immer wieder aufhalten oder zu Schieberitis nötigen. Ne? Das ist so ein Hinweis, weil die dunklen Kräfte sind da, liegen aber an ihrem Platz, können aber natürlich auch den Prozess beeinflussen. Das ist halt nun mal so. Ja, also kosmische Energien zum Beispiel beeinflussen uns ja auch und wir sehen sie nicht. Ne? Ist es nicht so, dass im Moment Merkur rückläufig ist? Ihr wisst ja, ich habe ja von Astrologie, da bin ich raus. Ne? Also Karten legen, alles schick. Aber das finde ich mega genial. Und da muss man sich halt wirklich richtig gut mit auskennen, bevor man da Aussagen macht. Deswegen halte ich mich da wirklich dezent zurück. Ich leiste gerne Beitrag zu Dingen, wo ich sattelfest bin. Ne? Aber ich habe gehört, dass der Merkur auf jeden Fall rückläufig war. Vielleicht ist er es auch immer noch. Und das sind ja dann auch immer solche Energien, wo etwas nicht funktioniert. Ne? Oder wo Energien durchsickern, die uns ganz einfach auch beeinflussen. Ne? Ja, so sieht es nämlich mal aus. Und der Kobold, den lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Zumal der Besen in seinem Haus liegt. Das bedeutet auch, dass hier eine Reinigung von dunklen Energien passiert und vielleicht wird er auch ganz einfach auf seinen Platz zurückverwiesen. Ne? Weil der Besen liegt im Kobold und wenn er hier der Finsterbold die Situation vielleicht auch manipuliert hat, whatever, ne? Zum Beispiel indem er über Ängste schüren gewirkt hat. Ja? Weil die Fee liegt interessanterweise direkt daneben und die liegt auch im Haus des Besens. Also passt auf, dieser Kobold hat hier vielleicht auch Macht über die Situation, weil Kräfte der Angst, die macht er sich zunutze. Die Fee ist immer die Verbündete vom Kobold. Ne? Das ist, beide zeigen Energien an, die ätherisch sein können, wobei die Fee für Verletzungen und Ängste steht. Die kann aber auch für eine Person stehen. Die könnte auch, wenn du sie so belegst, für eine weibliche Person stehen. Also die ist eher weiblich, während der Kobold eher männlich ist. Aber das kannst du auch für dich selbst so belegen, wie es für dich stimmig ist. Du kannst sie auch einfach nur als dritte Person aufstellen. Ne? Aber bei mir kommt hier deutlich rein, dass dieser Kobold, diese düstere Energie, sich mit seiner Partnerin der Angst verbündet hat, weil das gibt ihm Macht. Und dass hier vielleicht auch der Prozess, der euch beide betrifft, an Schieberitis gelitten hat, weil Ängste ihn hier regiert haben. Ne? Mit die Fee hat den Besen in der Hand, das heißt, die Angst hat Macht über den Kobold und lenkt den Kobold. Ne? Ja, oder es kann sein, wenn das wirklich das düstere Paar ist, dass er von ihr der Arsch voll kriegt. Ne? Kann ja ist auch eine Möglichkeit. Ne? Also die beiden sind sich halt auch nicht immer einig. Ne? Das ist halt die Mischpoke, gell? Die geistige Mischpoke. Und manchmal ist es dann eben auch so, dass die sich gegenseitig zu Fall bringen. Ne? Also es ist auch eine Möglichkeit, finde ich sehr spannend. Ist überhaupt ein spannendes Blatt. Ne? Wir sind immer noch nicht fertig mit dem Auslegen. Dann haben wir 25 die leere Karte, 26 die Maus. Da kann ich dir schon direkt wieder dazu sagen, du liegst im Haus der Maus, die Maus liegt auf der Nelke und von dir geht eine starke Anziehungskraft aus. Du bist für ihn, ja, du hast auch Lord vor der Nase, sozusagen das heißeste Gerät unter der Sonne. Und ihn zieht es halt hier auch sehr stark in dein Feld, in deine Aura, in deinen Duft, weil du auf ihn eben auch eine Sinnlichkeit und Erotik ausstrahlst. Ach, lass es dir runtergehen wie Öl. Ne? Die Maus in der Nelke, die Nelke liegt in der uralten Eibe, ne? Und direkt in der Maus liegst ja du. Und dadurch, dass die uralte Eibe im Tischlein deck dich liegt,
Ich habe so das Gefühl, als ob hier deine Ausstrahlung voll zur Geltung kommt. Als ob alles, was du vielleicht auch an Energien zurückgehalten hast, die von dir ausgehen, weil du ihn ja vielleicht eigentlich auch so ein bisschen abgehakt hast, ne? Das wird gerade transformiert, als ob deine Nelke neu erblüht. Das ist wie so eine alte Liebe, die nicht gerostet hat, ne? Und als ob der Staub, der sich vielleicht auf die Nelke gelegt hat durch den St. Nimmerlein, ne, als ob der weggepustet wird und vielleicht sind auch erst alle Blätterchen gefallen, aber jetzt kommt so ein neuer Trieb und der duftet und der ist schön, ja. Das zieht ihn zu dir ganz extrem hin, ne? Spannend. So, dann sind wir bei 27 Jahr, 28 der Bergkristall, 29 mit der Kutsche, 30 die Sanduhr. 31 alte Pfade, neue Wege, 32 der Mangel, 33 der Uhu, 34 Tischlein deck dich, das ist ja spannend. 35 in Lord der Überfluss, das heißt, du schaust hier wirklich auf eine Überfülle. Und 36, da haben wir auch noch seine Gefühle, ey. Der liegt doppelt drin. Dein Seelenleben liegt im Backstage-Bereich. So, jetzt wollen wir uns das Ganze hier erstmal angucken. Junge, 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 das ist ja wirklich spannend. Das ist wirklich spannend. Wir haben ja vieles schon zerpflückt. Und ich würde mal sagen, wir machen mal im Herzen der Reihe weiter. Denn das Herz der Reihe deutet man auch ohne Häuser. Genau wie die obere Reihe und die untere Reihe. Da spielen die Häuser keine Rolle, wer das auch so übernehmen möchte. Ne? Wie ihr mit Erat Aliquando legt, wer es hat, das entscheidet ihr selbst. Lasst euch da mal führen, das ist ein völlig freies Deck. So, so wie ich es deute, im Herzen der Reihe zählen die Häuser nicht. Da sehe ich deutlich, dass hier Ängste rausgeschmissen werden. Ne? Und hier hat eine Angstenergie keinen Halt mehr. So. Und die Kraft von, ich will dich wiedersehen, weil ich vermisse dich, die dominiert hier ganz einfach. Ne, die Angst kriegt es mit dem Besen und dem Vermissen wird hier ganz einfach ein neuer Schauplatz geschenkt, so wie der Hirsch auf der Lichtung erscheint. Ne, das Vermissen, das zeigt uns auch Spiegelung in den Hirsch, das Vermissen ist sehr präsent. Und der hier steht ja für die Wiederkehr, das heißt, das Vermissen kehrt auch immer wieder. Na, also dieser Mensch, der vermisst dich immer wieder. Und deswegen hat er sich auch hier auf die Sorgen gemacht, ne, und sitzt schon auf der Bank vor seiner Hütte. Ist definitiv hier Richtung zu dir unterwegs. Er erkennt auch St. Nimmerleinstag Korrespondenz in den Mangel. Dass dieses Rum- oder vor sich herschieben, rumschieben, hin und her schieben, Gott weiß wohin schieben, nur nicht dahin, wo es hingehört, das erzeugt eine Mangelenergie. Also da, er stellt es fest, er kann die Situation nicht verbessern oder es ändert sich nichts. Er vermisst dich immer wieder, er spürt die Verbindung zu dir und er möchte hier ganz einfach auf dich zugehen, weil er merkt, es bringt nichts, es länger weiter aufzuschieben. Es bringt nur den Mangel. Und er will hier aber, jetzt kommt es in das Pendant, er will hier in die Fülle gehen. Und das ist aber auch so ein Typ, der kann unter Umständen von dem einen Extrem ins andere geraten. Und der Überfluss liegt in Lord und Lord liegt direkt vor deiner Nase. Ne? Also er hat hier den reinsten Sinneswandel, weil er erkannt hat, seine Schiboritis bringt gar nichts, er vermisst dich. Du fehlst ihm ohne Ende. Ihr fehlt euch beide gegenseitig, aber du fehlst ihm mehr als er dir, weil du bist da schon so ein Stückchen weiter und bist fein mit der Sache. Stellst jetzt natürlich fest, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ne? Es war die Nachtigall und nicht die Lerche. Ne? Tja. Und du spürst schon, da ist was im Anmarsch. Liegst schon im Haus der Maus. Machst dir schon Gedanken, wie du am pfiffigsten und am cleversten mit der ganzen Situation umgehst. Weißt genau, dass das Licht für dich arbeitet, dass dieses Arbeiten den Prozess anschiebt, den Prozess mit der Kutsche oder mit den alten Pfaden neuen Wegen in der Kutsche auf Kurs bringt, in einen, also auf einen neuen Weg bringt, in eine neue Bahn bringt, ja.
Und ja, und du spielst ihn eindeutig im Feld, ne? Und er kommt hier vom Mangel ins Überfließen. Der kommt sozusagen von 0 auf 100, ne? Das ist ungefähr so. Pass auf, Siggi, fahr die Turbinen hoch, es geht los. Ungefähr so, ne? So. So. Also auf einmal gibt es hier richtig Feuer. Und aus dem Nichts entsteht auf einmal alles. Ne? Das geht jetzt hier ziemlich rasant. Weil die Geduld, die lange auf dem Hirsch lag, das löst sich ab. Also bei denen, die in Resonanz sind, kann jetzt auch plötzlich was kommen. Das gilt natürlich nicht für alle. Ne? Es ist in dem Moment plötzlich, wo die Zeit reif ist, soll ich gerade sagen. Ja, und wir bleiben ja hier auch dran. Das ist halt jetzt eine Tendenz, wie sich eine Verbindung weiterentwickeln kann, wenn du hier resonanzig bist. Ne? So, das heißt, das Herz der Reihe ist auch super. Und wir stellen auch fest, dass es wirklich Ängste waren, die hier gemeinsam mit dem Kobold, Fee und Kobold, die ganze Sache halt ausgebremst haben. Ne? Und deswegen ist er hier mit angezogener Handbremse unterwegs oder vielmehr die Handbremse ist angezogen und da geht gar nichts. Ne? Die ist dann inzwischen festgerostet und das volle Programm, aber das wird jetzt gelöst. Ja, da war eine Angst, die ihn beeinflusst hat, ne? Und die eben auch die uralte Mooreiche gestoppt hat, die im Übrigen auf dem Wolf liegt. Ne? Und der Wolf, das Haus des Wolfs in dem Fall, steht ja dafür, dem Ruf der Seele zu folgen. Und seine Seele, die hat hier immer wieder, die wollte aufploppen. Themen kamen immer wieder hoch, wurden aber immer wieder unterdrückt, weil die Spiegelung in den Kobold da ist. Der Kobold jedoch liegt inzwischen da, wo er hingehört. Ne? Und vielleicht haben Kobold und Fee, sie hat den Besen in der Hand, sich hier gegenseitig in die Pfanne gehauen. Ne? Das ist so wie zwei Kräfte, die gegeneinander kämpfen und die zerstören sich gegenseitig. Ich muss schon wieder an Godzilla und Kong denken. Ne? Irgendwie so. Wobei, da gewinnt doch immer einer. Ich glaube, Godzilla ist immer der Sieger. Ne? Aber so ein Kampf der Giganten, gell? Oder wie wenn so zwei Trolle kämpfen, so zwei Riesen, ne? Ne? Also ungefähr so und buff, buff. Und am Ende so tsching, am Ende liegen sie beide brach oder ganz einfach die Sonne bricht durch die Wolkendecke oder die Sonne geht auf, nachdem die beiden Trolle die ganze Nacht gekämpft haben und die haben die Zeit vergessen und sind am Ende beide zu Stein. Ne? Also so haben sich hier zwei Negativenergien gegenseitig aufgehoben. Ne? Also hier geht für mich keine Gefahr vom Kobold aus, um es auf den Punkt zu bringen. Ne? Schöne Legung. Also das ist echt spannend. So. Genau, und weil das so ist, weil der Kobold zurück ist an den Ort, wo er hingehört, weil er wurde ja aus dem Herzen der Reihe mit dem Besen rausgekehrt, weg, ausgefegt, ne? Kommst du hier wieder zurück in deine Kraft und deine alte Anziehungskraft wirkt wieder ganz stark. Ne? Es kann also auch sein, dass diese Koboldenergie, die Angst geschürt hat, dein Licht gedimmt hat. Ne? Aber jetzt ist es alles andere als gedimmt, weil du schaust ins große Licht und auch hier kommt ja eine Überfülle, kommt ja hier. Ne? Und auf Tischler deck dich liegt ja die uralte Eibe. Damit die Fülle kommen kann, mussten hier erst alte Kräfte gelöst werden. Genauso ist es passiert. Ne? So, jetzt schauen wir mal in die weitere Entwicklung. Die untere Reihe bezeichnet, wie eine Verbindung längerfristig sich weiterentwickelt. Ne? Wir haben jetzt dich und ihn. Ihr habt euch hier definitiv was zu sagen. Du hast ihn schon auf dem Schirm. Er plant, auf dich zuzugehen. Du denkst an ihn und das wird er auch spüren. Er will vom Mangel in die Fülle kommen und er löst die Handbremse. Ne? Das war aktueller Stand der Dinge. Ihr habt also hier definitiv ein Thema miteinander. Habt euch was zu sagen, werdet euch wiedersehen. Das kommt. Er überlegt ja schon, wie die Möglichkeiten sein können, dich zu umwerben. Das war ja ganz am Anfang der Einstieg. Ne? So, wie geht denn das Ganze hier längerfristig weiter? Im Haus der Kutsche liegen die alten Pfade neuen Wege. Die Kutsche selbst steht für die Reise an sich. Natürlich kann die Kutsche auch eine weltliche Reise bezeichnen. Du fährst in Urlaub. Ne?
je nachdem, wie du halt Karten legst. Wir legen aber ja hier auf die Liebe und deswegen deute ich die Kutsche immer gerne als den Prozess. Die Kutsche kommt mal schneller und mal langsamer vorwärts. Mal holpert sie über Stock und Stein, mal über gerade Wege, mal im Schritt, mal im Trab, mal im Galopp und mal schlafen die Pferde. Die müssen sich ja auch mal ausruhen. Ne? Oder es wird eine Rast eingelegt. Oder wegen Wetterverhältnissen muss die Reise unterbrochen werden. Das ist dann das Seelenwetter. Ne? So, und wir sehen aber jetzt hier, also die alten Pfade, neuen Wege liegen auf der Kutsche. Das bedeutet, die Kutsche wechselt hier die Spur. Dieser Prozess geht in eine neue Richtung weiter. Ein neuer Weg wird gewählt. Es wird vielleicht ein Umgang oder ein anderer Umgang mit der Situation gewählt. Ne? Man stellt vielleicht fest, diesen Weg, den sind wir jetzt schon so oft im Kreis gekutscht, ne? Das bringt uns nicht weiter. Wir müssen es jetzt anders machen. Wir müssen diesen Kreislauf verlassen. Wir müssen den Kreis durchbrechen. Heute fahren wir gen Westen, ne? Weil gen Süden bringt uns nach Mordor, was weiß ich, ungefähr so. Da, wo das Feuer wohnt. Ne? Wir fahren jetzt da, wo das Wasser wohnt. Wir fahren jetzt mal woanders hin. Gell? Okay, die Kutsche korrigiert also den Kurs. So, und dann das Erste, was passiert ist, dass ein Mangel erscheint. Tja, man weiß ja noch gar nicht, wo führt denn dieser Weg hin? In der weiteren Reise kommen so die ersten Zweifel, ob es richtig war, alles anders zu machen, unter Umständen. Dann kommt aber der Uhu. Und interessanterweise, die Häuser sind in der unteren Reihe nicht wichtig, aber ich finde es interessant, weil der Mangel liegt im Uhu. Und dann kommt auch schon der Uhu. Und der Uhu bringt die Fülle mit sich. So. Und der Uhu ist in dem Fall ganz einfach ein Lehrer. Ein guter Berater, er kann auch ein Geistführer sein. Auf jeden Fall ist er total weise. Und er fordert euch auf, hinzuschauen, was hat euch denn die ganze Zeit gefehlt, was ihr nicht hättet haben können längst. Ne? Wo war denn auch guter Rat teuer, da der Mangel im Haus des Uhus liegt? Oder eben die geistige Welt kam nicht zu Wort. Man hat hier nicht gehört und ist deshalb im Kreis gekutscht. Ja? Also der Uhu zeigt hier ganz deutlich, hier liegt Fülle auf dem Weg und schau doch mal hin, wo du im Mangel bist. Was hat euch die ganze Zeit gefehlt? Das heißt, die Kurskorrektur, die ihr beide vornehmt, die bringt euch gleich erstmal in eine Prüfung rein, wo ihr eure Themen oder das, was euch gefehlt hat in der Verbindung, wo ihr das hinterfragen könnt. Ne? Also mir kommt hier deutlich rein, dass hier ein großes Potenzial auf dieser Verbindung liegt, wenn man hier die Nuss knackt, was eigentlich einen davon abhält, diese Verbindung zu leben. Der Mangel im Haus des Uhus, ne? Der hier, ich kriege gerade ein Bild rein, das Tape meldet sich. Ne? Hier, der Uhu ist getaped und zwar hat er, der hat ganz einfach, hier, der hat den Schnabel zugetaped und kann nichts mehr, kann nichts mehr sagen. Ja, wo hat man nicht auf die, jetzt kriege ich es nicht mehr ab, wo hat man nicht auf den guten Ratgeber gehört? Ne, das kann auch dein innerer Ratgeber sein oder dein Geistführer oder ein guter Freund, der schon die ganze Zeit gesagt hat, hier, gib der Sache doch eine Chance. Ne, das kann jetzt gelöst werden. Also man kann hier künftig etwas besser machen. Hier ist eine absolute Fülle da. Der Uhu spiegelt auch in die Fülle mit Tischlein deck dich. Das ist der Joker. Und sagt, warum entscheidet ihr euch immer wieder für Mangel? Knackt die Mangelenergie. Der Mangel wiederum korrespondiert in den Sankt-Nimmerleins-Tag. Ja, und da weiß man genau, wer hier der Pessimist ist. Ne? Weil der Sankt-Nimmerleins-Tag spiegelt in der Ziggilein. So, Siggi. Genau. Du bist mal wieder der Grund, warum es hier nicht läuft. Aber gut. Hier wird alles gerockt. Ne? Also warum hier eine Beziehung nicht funktioniert, demnach, da liegt der Hase wirklich beim Gegenüber im Pfeffer, weil ja, dieser Mensch halt ganz einfach seine Angstthemen hatte, die ihn beherrscht haben. Ne? Aber wie gesagt, Kobold und Fee, die Sonne ging auf, die Trolle wurden zu Stein. Interessanterweise liegt hier das große Potenzial,
Denn der Mangel spiegelt in den Überfluss. Das ist das Pendant der Wortkarte. Man hat hier wirklich die Möglichkeit, vom Mangel in die Fülle zu gehen, wenn man sie dann einfach mal reinlässt. Ne? Wollen wir sie reinlassen? Ne? Wahrscheinlich schon. Es kann hier gelöst werden. Und der Knaller ist im Spinnrad, das heißt auf dem Haus des Schicksals, liegt seine Seele. Und seine Seele schaut hier in die Möglichkeiten. Und jetzt kommt's. Der Überfluss liegt ja im Hause Lord, was aber in dem Fall noch nicht mal wichtig wäre, aber es passt so schön. Lord liegt ja direkt vor deiner Nase. Seine Seele will hier fließen, seine Seele will hier einfach Seele sein, ne? Und schaut hier auf den Überfluss im Hause Lord. Lord liegt hier direkt vor deiner Nase in den Zauberknoten, die auch Beziehung und Verbindung anzeigen. Und dass natürlich Verflixtes sich löst, dass sich bindet, was gebunden werden will und dass sich auflöst in Schall und Rauch, was nicht mehr verbunden sein will oder gebunden sein will. Also auch Verstrickungen lösen sich auf. Gesunde Verbindung ist jetzt möglich. Seine Seele erkennt das und das Beste ist, der Überfluss korrespondiert in ihn selbst, sitzend vor der Bank, vor der Bank. Jetzt sitzt er vielleicht auch schon vor der Bank. Ne? Also eben saß er noch auf der Bank, jetzt sitzt er schon davor. Und vielleicht rutscht er ja auch so am Popo rüber auf die andere Straßenseite. Kopfkino aus. Also er ist hier zielstrebig, langsam aber sicher auf dem Weg zu dir. Weil das, was seine Seele will, was sie anschiebt in ihm, kommt in sein Bewusstsein. Die Möglichkeit auf Fülle, auf Fließen, kommt in sein Bewusstsein. Ja, also das ist ein richtig gutes Blatt. Ein richtig gutes Blatt. Und die Kutsche liegt auf der Rosenhecke. Das heißt, der Prozess, der war hier die ganze Zeit hinter der Rosenhecke. Der ging schon weiter, das Ding mit dir und ihm. Ne? Aber im Verborgenen. Hinter der Rosenhecke ist eine Rückzugskarte. Jedoch, die Kutsche liegt jetzt auf der Rosenhecke drauf. Das heißt, sie ist jetzt nicht mehr dahinter, sondern davor. Und spiegelt in die Maus. Und du liegst in der Maus. Und das heißt auch, dass du den Prozess anschiebst. Ne? Also du bist halt wirklich eine starke Kraft. Lord vor deiner Nase. Er kommt hier nicht an dir vorbei. Sensationell. Das ist jetzt erstmal das, was ich rausziehen kann. 0,0. Jetzt würde ich mal gerne wissen, hier die Seelenhasenkarten von meiner lieben Nicole. Die Grüße gehen raus an die Nicole. Und wem die Hobbelhasen gefallen, die findet ihr auch bei der Nicole, liebes Orakel Herzenssache, da habe ich in der Infobox verlinkt. Ne? Weil die sind echt süß, die Häschen, sehen ein bisschen aus wie der Playboy-Hase. Ne? So, und jetzt wollen wir mal schauen, weil hier ist jetzt für mich erstmal genug gesagt, du kannst dich an so einem großen Blatt Erhard Aliquando Stunden aufhalten, hier gibt es noch viel mehr zu sehen, jedoch. Wir müssen das Ganze hier überschaubar halten und wir wollen ja auch noch Backstage gucken. Ne? Aber jetzt wollen wir erstmal wissen, was würdest du ihm denn jetzt gerne ins Gesicht sagen, wenn du die Möglichkeit hättest? Ne? Einfach so raushauen. Was würdest du ihm gerne sagen? Meine Lieblingskarte ist gefallen. So, also erstmal würdest du ihm gerne sagen, dass du sagst hier, das mit uns beiden, das ist doch nicht normal. Spürst du auch diese karmische Verbindung? Das hat nichts nur mit dem Bewusstsein hier und jetzt zu tun, da steht viel mehr da noch hinter. Da steht viel mehr da noch hinter, okay. Da steht noch viel mehr dahinter. Spürst du es auch? Und bist du überhaupt noch da? Ne? Aber rein theoretisch müsstest du noch da sein, weil sonst würde ich es ja nicht spüren. Ja, du machst dir vielleicht wirklich Gedanken. Wenn du ihn gerade so deutlich in deinem Feld spürst, ne, stellst du dir vielleicht die große Frage, spürt er dich auch? Das werden wir gleich sehen. Hallo, bist du noch da? So, Hase. Und dann sagst du, oh, ich bin nicht so schnell wie du. Dein Tempo macht mir Angst. Sei vorsichtig und sanft mit mir. Also im Endeffekt sagst du hier, du kommst jetzt hier von 0 auf 250 und radierst hier den Zebrastreifen weg zwischen deiner und meiner Hütte. Also, ne, bitte denk dran, du warst lange weg und, ne, überfordere mich jetzt nicht. Ne, also, du spürst gerade diese karmische Verbindung, fragst dich, ob er es auch noch spürt und sagst hier, bevor du
mit der Tür ins Haus fällst und nicht nur das, sondern die ganze Hauswand aus den Angeln hebst. Ne, die hat ja gar keine Angel. Ja, bevor mir die Hütte über meinen Kaffee zusammenbricht und den Keks, den ich gerade esse, bitte klopf erst mal an, ne? Und gib mir die Chance, mich zu erheben, festzustellen, du stehst vor der Tür und dir zu sagen, ich war noch nicht im Bad. Moment! Ja, und dann geht alles in Zeitraffer. Ins Bad gegangen, Haare gemacht, Zähne geputzt, Lippenstift drauf und dann so, hallo. Nachdem er dann vor der Haustür eingeschlafen ist oder so. Na, wer weiß das schon. So, jetzt kommt die Position, was würde er dir denn jetzt gerne sagen? Ne? So. Also bei ihm geht es hier ums Vertrauen, ne? Weil er hat natürlich, um sich zu schützen, sein Herzlein verschlossen. Und er ist sich hier noch unsicher. Ne? Schließlich war er lange weg, kann er dir vertrauen? Ich habe das Gefühl, ihn bewegt hier was. Irgendwas ist los auf der anderen Seite. An irgendeiner Stelle brennt dort die Hecke. Irgendwas schiebt ihn ja auch massiv an. Und er hat viel auf dem Herzen. Und natürlich tastet er sich jetzt ran und checkt ab, ob er dir vertrauen kann. So, und er hat dich nie vergessen. Da sagt er, natürlich spüre ich dich auch, ne? Weil du hast ja gefragt, hallo, bist du überhaupt noch da? Im Dunkeln sieht mein Herz ganz am besten. Ich sehe dich. Damit will er dir im Endeffekt sagen, ich habe dich nie vergessen. Ne? Auch wenn zwischen uns eine Nacht ohne Morgen war. Ne? Ja, und dann ist es noch so, wenn er auf dich zukommt, das ist so eine ganz heimliche Kiste, ne? Versteckspiel der Liebe, niemand darf von uns wissen. Von dir kann ich aber auch nicht lassen, das Spiel mit dem Feuer. Also es ist jemand, der, wenn er zu dir kommt, das auf keinen Fall öffentlich rauskehrt. Das ist was zwischen dir und ihm und das macht auch Sinn mit dem Rahmen. Wenn, dann will er dich alleine sehen, nicht in der Öffentlichkeit, sondern wirklich unter vier Augen, Tür zu, nur ihr. Und es gibt natürlich bei jedem von euch unterschiedliche Gründe, warum es hier ein Versteckspiel ist. Ja? Beispielsweise, weil er in einer Beziehung ist oder du oder ihr beide. Oder es gibt andere Gründe, warum das Ganze hier unheimlich heimlich ist. Ne? Und er hat dich nie vergessen, er will dich sehen. Das Ganze ist aber ja, eine sehr verdeckte Sache und ihm brennt was auf dem Herzen. Ne? Also er hat ein Anliegen hier, das er ganz einfach mit sich bringt. Okay, das haben wir alles so mitgeschnitten. Jetzt schauen wir mal, jetzt muss ich es wieder erzählen, das ist jedes Mal auch anders. Jetzt wollen wir nochmal gucken, wo deine Seele gerade mit beschäftigt ist im Backstage-Bereich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21? 7 Stück pro Reihe. Oder 6 und 3 unten. So machen wir es. Das fühlt sich stimmiger an. 6, 12, 18, 19, 20, 21. Und wenn ich mich verzählt habe, hat die übrig bleibt, eine besondere Botschaft. So, geht's mal los. 1, Schnelle. 2, Hohe Mauer. 3, die gute Stube. 4, Nein. 5, Goldfisch. 6, Foxy. Rehkitz, Nachtigall, Glühwürmchen, deine Gefühle schauen auf das Durcheinander. Aha, er bringt dich durcheinander. Der Wolf ist ja ein Ding. Schaust direkt Richtung Wolf. 6, 12. Realität, hinter der Rosenhecke, Schneeglöckchen, Storch, Bärchen, Baum der Welten. So, 1, 2, 3. In dieser Beziehung will eine völlig neue Erfahrung gemacht werden. Das sind die drei Karten, die übrig geblieben sind. Die ganz leere Karte, die zeigt ganz einfach die neuen Möglichkeiten und den Raum an. Ne? Hier möchte eine ganz neue Erfahrung gemacht werden. Die ist Bestimmung. Seine Seele weiß es schon. Seine Seele weiß es schon, denn seine Seele liegt auf dem Spinnrad. Seine Seele weiß es schon. Und im Zauberknoten liegt Lord. Ne? Vis-à-vis, direkt vor deiner Nase. Also hier geht es um eine völlig neue Erfahrung,
Du spiegelst in das Glühwürmchen und du spürst hier, dass eine Energie dich umwirbt. Und diese Energie ist stark, denn diese Liebe macht dich gerade durcheinander. Du schaust direkt auf das Durcheinander. Ne? Das Glühwürmchen in deinem Rücken, das Durcheinander spiegelt in die Nachtigall. Das Abendlied der wahren Liebe, das ist die 12. Ne? Und wer macht dich durcheinander? Der Wolf, weil der folgt dem Ruf seiner Seele. Und das hat er die ganze Zeit nicht gemacht, denn im großen Blatt lag ja auf dem Wolf die uralte Mooreiche. Das wieder auftauchen. Spiegelung in den Kobold, der ja mit dem Besen von der Fee, ihr wisst schon, da sind wir wieder bei den beiden Kräften, die sich gegenseitig vernichten. Ne? Also hier hat sich eine dunkle Energie aufgehoben und hier folgt jetzt wieder jemand dem Ruf seiner Seele. Und du spürst diese Person auch schon. Das macht dich auch ein bisschen durcheinander. Deswegen schmiedest du auch schon bewusst einen Plan und hast dir die Maus zum Freund gemacht. Ne? Also deine Seele, die ist hier schon so ein bisschen, ne? Die flattert ein bisschen. Sehr spannend. Und der Wolf selbst spiegelt in das Rehkitz. Und das Rehkitz zeigt zum einen an, dass etwas einen hohen Wert hat. Es ist schützenswert. Es zeigt aber auch die kleinen Schritte und den Neuanfang an. Ne? Also hier geht was in eine völlig neue Energie. Und das sind für mich auch die Karten, die hier relevant sind. Alle anderen, da kriege ich gerade nichts zu rein. Es ist nicht wichtig. Es geht hier nur um deine Seele. Ja, Schatzis, also das war mal ein schönes Plättchen, ein sehr aufschlussreiches Plättchen, ein grandioses Plättchen. Ne? Und da sind wir mal gespannt, wie die ganze Sache weitergehen wird. Ne? Denk dran, das ist ein Energieabdruck, das ist wie kleiner Fingerabdruck einer Situation. Und das Bild hat aber ganz viel Platz für morgen neun, übermorgen neun und und. Also es gibt hier immer wieder neue Energieabdrücke in den buntesten Farben. Ja? Und morgen ganz früh schneide ich nochmal rein mit 3 Tage, 3 Nächte. Ja, das ist dann die Legung übers Wochenende. Und ich hoffe jetzt, dass ich euch mit meinem Geben hier was ganz Gutes tun konnte und euch vielleicht auch euren Weg ein bisschen leichter machen konnte, indem ich euch helfe, das Ganze ein bisschen locker zu sehen. Alles andere bringt dir nichts. Du entscheidest, wie du mit einer Situation umgehst. Ja, du entscheidest, ob du leidest oder ob du locker bist. L oder L, ne? Locker, leid oder leid vor locker. Locker vom Hocker. Also ich entscheide mich für leicht und locker. Ne? Genau, leicht und locker. Lasst uns leicht und locker sein. Lasst uns leicht und locker sein. Ja, ne? so könnte es was werden. Und lasst es euch gut gehen und noch besser. Ich freue mich riesig, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, ein Like oder ein Abo, wenn ihr zum Wachstum der Community beitragt. Damit macht ihr mir wirklich eine große Freude. Und ich werde auch Kommentare lesen. Ich hänge hinterher. Bei mir hat ein bisschen die Luft gebrannt, aber bitte schreibt mir gerne eure Kommentare. Ich lese da wirklich rein. Manche lese ich auch direkt auf dem Display, ohne drauf zu reagieren. Aber Herzeleins verteilen, das steht bei mir ganz oben auf der To-Do-Liste, gell? Also ihr Süßen, macht euch eine feine Zeit und wir hören uns morgen Abend zu 3 Tage, 3 Nächte. Bis dahin, bye bye, ciao, ciao, euer Yonanda TV.